Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terre. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir jetzt hier weitergehen, haben wir gedacht, schauen wir mal rein, was wir alles hier haben. Was Neues, guck mal da, Schafreinige des Triumphs. Stärke, was ist hier? Oh, ja, ja. Pfeile gehen einer nach oben, das ist gut. Symbol des Wahnsinns. Ist schon nach Stärke sortiert. Das ist der stärkste momentan. Okay. Schuppen der Mächtigen. Runen und Vitalität geht hoch. Das ist gut. Symbol der Ausdauer. Die sind alle besser, ne? Gerade momentan. Ich muss gucken, was wir auch reinschmeißen. Wie das Wappen des Geschicks. Ah, wir können ja erstmal hier den obersten, ne? Symbol des Wahnsinns. Ja. Gut. Ab zum nächsten. Auch nach Stärke? Ja. Können wir auch nochmal reinpacken, dann kriegen wir Vitalität. Gut. Und Siegel der Waffe bleibt gleich. Glück geht wieder um 4 runter. Stärke geht um 1 hoch. Erhöht Zuwachsrate der Permafrost oder Verbrennung um 7. Na klar. Ja, komm. So, da hätten wir das schon mal geschaut. Schauen wir hier nochmal rein. Oh, robuste Religie des Trotzes. Okay. Nach Stärke sortieren, bitte. Oh, da geht alles runter. Abklingzeit. Mir schon wieder als blau. Hier nochmal nach Stärke sortiert. Symbol des Mutes? Kann das? Nee. Hier oben, ne? Das ist das letzte. Ja. Oh, plus 6. Na klar. Abklingen geht runter. Vitalität, Runen. Wie machst du aber mal rein? Schauen wir hier nochmal kurz rein. So. Das ist doch jetzt. Oh, das haben wir angelegt. Okay. Und was haben wir hier Neues? Der Stärke sortiert. Ist schon drinne. Hüftschutz des Krieges. Ah, okay. Ah. Zu den Plätzen. Hier, so. Stärke wieder. Auch nochmal 2 hoch. Ja, das sieht gut aus. So. Und Türsplitter haben wir schon. Gut. So. Atreus, kann der was Neues machen? Glaub nicht, ne? Den lassen wir mal drinnen, sein Runengewand. Ja. Ach so, warte mal, Rüstung. Ne, wir haben ja jetzt alles angeschaut, ne, was wir drin. Ach nee, Talisman, wollte ich nochmal gucken. Nach Stärke sortiert. Der hier, oh, guck mal, nochmal 10 dazu, Abklingzeit nochmal 8. Abwehr geht um 15 runter. Aber haben roten Pfeil bei. Bei der 6 auf der rechten Seite. Das ist das, was wir angelegt haben. 10 und 8, 15. Sind wir da, wo wir vorher waren, ne? Ja.
EG-Schutz ist vergülden, aber da haben wir ein Talisman drin. Oh, hier fehlt uns ein Talisman. Echt, hier sind so ein. Schauen wir erstmal da rein. So. Jetzt kommt doch der Sache langsam näher, oder? Oh ja, guck mal hier. Der ist am stärksten. Nochmal plus 5. Abwehr. Okay. So, nach Stärke sortiert. Okay, jetzt müssen wir bloß wieder komplett hochscrollen. Da. So. Oh ja. Das gefällt mir, das gefällt mir. Da geht auch ein grüner Pfeil hoch. Geht die Stärke runter. Glück geht wieder um 7 hoch. Okay. Ja, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Eigentlich sollen wir nach da, aber wir haben gesagt, wir wollen hier lang gehen. Ne? Guck, da, Kiste. Kriegen wir schon wieder ein. Erhöht Zuwachsrate der Permafrost, der Verbrennung um 7%. Müssen wir nochmal reingucken oder später? Kommen wir durch? Natürlich nicht. Ist hier irgendwas zum Kaputter? Nee, wir müssen doch die andere Richtung gehen. Komm! Oh, leichten Schluck auf. Komm, Junge. Hier kommen wir auch nicht durch. War ja logisch, dass wir hier ist. Ne? Da, wo wir schon mal... Genau, hier. So. Wir sind unbesiegbar. Ja. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Und Schreie. Aha. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister, Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Was hört ihr, was ich nicht höre? Okay. Alles klar. Ja. Sie werden lauter. Fast wie... Oh nein. Oh. Hä? Mach doch mal was, Junge. Ey. Alter. Da fallen die ganzen auf den Schwimm, wa? Oh. Es waren viele Heelläufer. Hey, sieh mal hier. Eine Blutspur. Okay. Ich dachte, wir hätten mit der Axt machen müssen. Aber nein, das ging auch mit der Chaosklinge ganz, ganz gut. Oh. Eine Blutspur? Junge, warte. Ich will noch was gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist noch wieder... Den Rest lassen wir liegen. Blutspur, warte mal, hier ist auch noch was. Okay. Dahinter ist noch was. Junge, lass den Papa mal ran hier. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Ja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Komm weg, Junge. Lass mich mal ran. Da liegt die Schriftrolle. Und wer liegt da? Ermeuchelt und ermordet? Der König? Mürzugnir, genau. Na, was machst du jetzt hier?
Machst du eine Herzoperation oder was? Junge, schau nicht hin. Ja, und du? Bleib stehen. Zu Proxus Zinrislan zurückkehren. Oh, Schreie der Unschuldigen. Aha. Junge? Junge. Warte mal kurz. Bester. Der Zwergenkönig, einer der Söhne Ivaldis. Er herrschte in und könne über die Menschen. Zuerst war er ein guter König, aber dann sah er sein Volk in seinen Träumen sterben. Aus irgendeinem Grund dachte er, wenn er sie auf die Jagd nach Bestien schickt, rettet sie das. Er fing drei Drachen, um ihren Zorn zu sammeln, tötete Unschuldige, um ihren Schrei zu sammeln und wurde dann von ihnen getötet, als sie als Heerläufer zurückkehrten. Das erschuf das ultimative Opfer. Mit diesen drei Zutaten können wir eine legendäre Rüstung herstellen. Aha, okay. Ha, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Okay, machen wir nochmal. Letzten Worte eines Königs. So, da könnt ihr wieder selber durchlesen, ne? Pause drücken, ihr wisst Bescheid. Ja, er war ein Narr, er war ein Narr. Okay, Junge, komm, wir gehen mal hier weiter. Mal sehen, was uns hier noch erwartet, hier oben. Drei was Drachen. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Kristkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Aha, okay. So. Zeig mal. Prometheus Flamme. Könnten wir auch gleich verbessern? Die ist ja gut. Die ist ja gut. Verbessern wir erstmal. Können wir nochmal verbessern? LBRT. Gedrückt halt natürlich Schmetterlingsschlag, der einen kleinen Riss bis zu vier Gegner öffnet und dann daraus eine große Feuersäule beschwert. Oh. Ja, komm. Da sind unsere XP auch schon wieder weg. Okay, ausrüsten oder was? 78 Sekunden dauert das. Was haben wir momentan? 47? Ah, dann ist er cool. Ja. So, müssen wir noch irgendwo hier lang? Müssen wir zu Brock zurück, ne? Aber wir gehen mal gucken hier. Wir schauen uns erstmal um. Wo sind wir hier? Vielleicht finden wir noch den dritten Drachen. Er hat ja drei Drachen. Oh, eine schöne Kiste. Oh. Ja. Windfall. Aha. Warte mal. Das eine. Müssen wir die Glocke betätigen oder was? Können wir da oben damit machen? Ich meine hiermit.
Nee. Damit können wir die Glocke bimmeln lassen. Okay. Aber die ist doch hier gar nicht aktiv. Aha, so lange wir dreh. Okay. Gleich abgelaufen. Wo ist der andere? Ach, der ist ja noch da. Ach, wir müssen wieder zurückschmeißen. Warte mal, wir haben da nur eine Rune, ne? Ja. Warte. So, okay. Aber wenn es Glocken sind, dann müssen wir die anderen auch drehen. Moment. Ah, da ist sie. Eins, zwei. Die können wir drehen lassen, ne? So. Die eine ist ja fest, okay. Junge, wir müssen hier. Haben wir? Wir haben, gut. Oh. Und, was kriegen wir? Drei Höhne, wir haben... Wie sie wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte... Ah, die Reach. Ja, das ist gut. Bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Wie konnte er das nur zulassen? Oh. Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Komm. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Genau, so. Kommen wir da irgendwie runter? Ach, da ist ja der Eingang. Genau. Der Eingang, Eingang. Sonst kommen wir nicht weiter. War gar nicht jetzt gar nicht mal so schlimm, die Aufgabe. Die Truhe. Okay, so, Junge. Haben wir hier schon geguckt? Ich glaube, wir sind von da gekommen, ne? Hier kann man so auch echt verlaufen. Gibt es hier keinen dritten Drachen? Ne, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, wir sind von hier gekommen. Junge, lassen wir mal die andere Seite abchecken. So, genau, so und dann hier den Berg mal hoch. Oh, hier ist ein Weltenriss. Da ist noch eine Kette. Die machen wir erstmal, aktivieren wir, dafür die frei haben. Na komm.
hoch. Sind wir fresh hier. Junge, bist bereit, um da dem... die Weltenriss... Ach, wir sind ja unbesiegbar, ne? Wir sind jetzt stark genug. Pass auf, gleich kriegen wir einen auf die Fresse. Oh, oh. Junge, mach mal was. Aber ich kann gleich. Warte mal. Ja, oh, wow, wow. Ja, zeig es ihm. Genau, wir sind jetzt hier die Helden von Etterfeld. Uns schlägt man nicht mehr so schnell rein. Haha. Stufe 6. Weltenstaub. Jupp. Und? Aha. Perfektes Mal der Welt haben wir gekriegt. Und 5000 Hack Silber. 18 Weltenrisse schließen. Dann kriegen wir nochmal XP-Punkte. 10 haben wir schon. Ach so, ja, okay. Na, hat sich doch gelohnt, hier mal rumzulaufen. Ich sage, wir sind jetzt unbesiegbar. Unbesiegbar. Hier haben wir auch noch nicht geguckt, ne, bei dem... Oh, wir brauchen mal wieder ein bisschen Gesundheit. Die Kiste haben wir schon. Aber war der beim Runterspringen nicht irgendwo ein Weltenriss? Hier ein Schnellreisetor. Doch, hier ist noch eins. Komm, uns noch schnell auffrischen. Zack, und wieder raus. Bitte. Und nun sind wir wieder fresh. Gott. So, jetzt können wir eigentlich hier runtergehen, ne? Zu Broxlan. So. Ketten alle aktiviert. Irgendwo noch ein Odins Drache. Ne. Da ist die Burg. Okay. Junge, komm. Broxlan? Falsche Richtung, diese? Nö, nö, nö. Ist auf dem Kompass verschwunden. Nee, hier ging's doch weiter, ne? Jetzt laufen wir irgendwie im Kreis, glaube ich. Ja. Junge, wir haben uns verlaufen. Nee, 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 nee. Sind wir irgendwo falsch abgebogen? Ah, hier. Naja,
hatte doch guter Fehler, ein bisschen umhergelaufen sind. Aber trotzdem, ich möchte zu Prox laden. Hier waren wir doch schon. Hier ist nichts mehr. Können wir noch ein bisschen richtig ansammeln. Hier war die Frostbeule. Moment. Hier lang? Jetzt sind wir wieder beim Eingang. Na, komm mal rüber. Wir sind damals von da gekommen, ne? Von hier gekommen und dann da hoch, ne? Oder? Oder von da die Kette hoch. Oh Mann, Terra, du hast wieder Orientierung wie ein Toastbrot. Soll's hochgehen. Ich hab gerade wieder Koordinationsschwierigkeiten mit der linken Hand. Ging jetzt hier lang? Alles voll. Nee, das war die Tür, wo wir nicht durchgekommen sind, ne? Das eine Mal. Genau, hier war der Kristall, aber ist nicht der Rückweg, ne? Macht nichts. Nee. Hey, Alter. Jetzt kommen wir auch schon wieder zu dem Steinfutz, ne? Hier waren die Wölfe. Nee, das ist doch schon wieder ganz... Jetzt sind wir wieder bei der Burg. Mal Karte auf. Wir können ja nicht einfach so hinreisen. Hier ist doch Proxlan. Ziele. Gelobt sei der König. Zu Prox und Sindrislan zurückkehren. Zu Karte. Ja, ich drück doch X. Hä? Da gehen wir wieder zurück. Oder sind wir von hier oben gekommen? Ah, hier ist eine Schnellreise. Komm, wir machen mal eine Schnellreise. Bevor wir uns hier noch ewig verfransen.
dichteste. Eingang zu Fenris Lagerraum? Nee. Da sind wir gerade. Kühnungsgard. Das ist die Hauptquest. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wieder hoch fahren wir nicht. Wir sind. Warte mal, sind wir nicht von da gekommen? Ja, ich glaube, von hier sind wir gekommen, genau. Sprach er und kam nicht weiter. Was ist denn das? Bitte schön. Von hier gekommen? Nee, da brauche ich die Kiste. Hier. Ach, hier ist er doch. Die legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Ja. Treff mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Okay. Ich glaube, so viel Zeit haben wir noch, ne? Oder machen wir hier Schluss? Ach, wir fangen da in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Müsst ihr wieder einschalten, um zu sehen, was hier passiert. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, Abo und Like nicht vergessen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Genießt das Wetter, bleibt gesund. Bye bye, euer Terra. Ciao.